Jo Leute, was geht ab? Max Brüder am Start mit Timek. Und Leute, du willst auf Fresse, oder? Leute, stimmt ab, wenn ich Timek auf die Fresse hauen soll. Könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ja, Leute, ihr habt mir sau oft geschrieben, so übelst oft, reagier mal auf Riede94. Und ja, Leute, das tun wir heute. Wir reagieren heute auf Riede. Und Leute, schreibt mal jetzt schon in die Kommentare, ob ihr Bock habt, dass wir mal gegen Riede eine Challenge spielen. Digga, wir verlieren doch eh, Alter. Ja, aber trotzdem, die Challenge, das ist eine Challenge. Aber ich hätte echt Bock. Ich glaube, der wird, also Riede, wenn du das gerade siehst, du gehst auf jeden übelst ab. Ja. Aber übelst heftig, das ist so krank einfach. Das ist crazy. Leute, ich verlinke euch auch den Kanal von Riede direkt unten in der Beschreibung, das ist der erste Link, da könnt ihr mal vorbeisteppen. Der macht so kranke Sachen, aber wie gesagt, wir haben Bock auf eine Challenge. Und ich glaube, wir würden auch alles nachmachen, wir würden das nicht hinbekommen, aber wenn wir uns auf Rücken legen... Du, dann ist das so. Das ist so, ja, Leute. Und ja, wir fangen jetzt an, auf das Video zu reagieren und los geht's! So, Leute, wir ziehen uns jetzt das Video von 2017 rein. Reinhard Riede, New Stuff. Mal gucken, was abgeht. Ich glaube, das ist schon 2018, ja, ne? Ne, noch nicht. Warum ist das so komisch? Wie hoch ist die Brücke? Der ist krank. Ist einfach krank. Das ist heftig. Das habe ich bei Insta gesehen. Leute, gebt euch das. Das, oh Gott, hier. Warum gecuttet? 1, 2, 3, heftig. Vom einer, glaube ich, ne? Ja. Boah. Zucara? Was war das? War das Zucara? Nein. Das war so ein Backflip Zucara. Boah, Digga, was war das? Den so wollte ich machen, diesen. Warte, lass mal gucken. Das ist Frontflip mit Zucara und noch ein Backflip. Also Frontflip Zucara, was soll ich, glaube ich. Weißt Boah. Du? Heftig, ey. Leute, wir müssen auf jeden Fall noch viel lernen. Eins. Guck, das ist Zucara. Ne, Frontflip Zucara. Boah, das ist krass, Alter. Eins, zwei, drei. Er redet. Das ist in Vermont, glaube ich, ja, ne? Diese. Oder was? Das ist ein Adrenaline-Addiction. Guck, das, wie macht man einen Auerbach mit Schrauben? Ja, dann richtig so reinhauen. Eins, zwei. Junge, das ist zu krank. Eins, zwei. Das muss langsamer gehen. Schau, ich alles sehen. Boah, was war das denn? Aber was knapp am Brett, Alter. Ein. Boah, ne, das ist, boah, Junge, so ein richtig langgestreckter Zucara. Ja, eins, zwei, drei. Der ist zu krank, Riede, das ist zu heftig. Zwei, drei. Ja, das ist dieser Full Hard, glaube ich. Leute, und das ist auch so übelst hoch immer. Eins, zwei. Den würde ich so gerne mal machen, wenn ich mich trauen würde, weißt du. So diesen langen, ich glaube, das ist so ein richtiges Gefühl, wenn du so wirklich so langgestreckt bist, offen und dann so. So langsam, weißt du? Ja, könnte man safe vom Bogen machen eigentlich. Eigentlich schon. Aber muss man natürlich auch die entsprechenden Cojones für haben. Ey Leute, ganz ehrlich, dieses Jahr haben wir echt wenig gemacht und das tut uns auch leid. Wir haben echt wenig Splash-Dive gemacht. Wir hatten aber dieses Jahr ehrlich gesagt nicht so wirklich Bock, aber... Nein, wir hatten wirklich keine Eier. Oder keine Eier? Nee, auch wir haben, nein, wir haben uns oft, oder wir waren ein paar Mal davor, was zu machen, aber ich persönlich, ich erinnere mich an den einen Tag, wir waren einmal am Kanal, wollten was drehen. Aber da hatte ich zum Beispiel übelst keine Eier. Ach so, ich weiß nicht. Bei dem Double Auerbach. Ja, das stimmt. Ich meine, ich habe den noch nie gemacht, aber... Leute, wir werden auf jeden Blockade. Wir werden auf jeden Fall jetzt was ändern. Wir kommen back to the roots. Wir werden einfach wieder kranke Sachen bringen auf jeden Fall. Egal, ob wir uns trauen oder nicht, ganz ehrlich. Ja, scheiße, 5 Minuten Schmerz. Einfach. Ja. Leute, wir kommen back to the roots. Wir haben dieses Jahr ein bisschen Scheiße gebaut, sage ich mal. Und das tut uns auch leid. Wir haben voll viel... Wir haben einfach nicht eine Wer kann länger Challenge gemacht. Ja, und Leute, morgen. Aber mir war das nicht bewusst. Max meint gerade, Junge, wir haben nichts gemacht. Ich gucke gerade durch die Videos. Wir haben ohne Scheiß diesen Sommer nicht eine Wer kann länger gemacht. Auf jeden. Aber mir war das nicht mal bewusst. Wir haben viel gemacht am Kalzi und so, aber alles nur mit der Schaukel und sowas alles. Aber wirklich keine Wer kann länger. Leute, darum. Das ist krass. Darum kommt morgen Fall. Und wir machen das morgen. Safe. Wir machen das morgen. Versprochen. Hand auf. Leute, ich verspreche es euch jetzt auch hier, morgen drehen wir eine Wer kann länger Challenge. Und das Ding ist, es ist übelst kalt, das ist die Strafe für uns, weil wir dieses Jahr so, sag ich mal, spaßig waren. Darum drehen wir morgen eine Wer kann länger Challenge. Winter im See, das wird uns nicht umbringen, die Kälte. Ja, lass mal weiter gucken jetzt. Und ja, Leute, seid gespannt. Wir labern uns 5 Minuten, obwohl wir eigentlich... Sorry! Schau, los, weiter geht's. Eins, das ist so ein Motivation-Video. Ja, auf jeden. Beim Skate macht man das auch mal, man guckt sich vor Skate-Videos an, dann kriegt man Bock. Boah, wie hoch. Riede, und lass auf jeden Fall mal auf Tour gehen, wenn du, du machst glaube ich schon so Touren. Wie willst du unser Lehrer werden? Ja, werd unser Lehrer. Werd mal unser Coach. Coach. Eins. Das ist zu krank. Eins. Und auch dieser lange Strick, der ist übelst 3 Stück, Junge. Weil mir zieht die Dinger einfach auch von so einem 5er oder so einem Dreifachen.
Ich habe eine richtig geile Idee. Weißt du, was wir machen? Damals gab es eine Longboard-Tour. Wir machen eine Splash-Diving-Tour. Und da laden wir alle Leute ein, die richtig krasse Tricks können. Alle möglichen. Riede, seine Kollegen. Wir nehmen alle mit und dann fahren wir einfach. Deutschland-Tour oder wie? Oder europaweit vielleicht sogar. Wow. Boah, das ist so krank, was er macht. Warte, ganz kurz pausieren. Ey Leute, hättet ihr da Bock drauf, dass wir ehrlich mal sowas machen? Vielleicht fangen wir erstmal klein an, machen ehrlich eine Deutschland-Tour, aber wie wäre das denn? Guck mal, das ist ja nicht übelst die geile Idee. Können wir machen. Aber dann bräuchte man ehrlich sowas, so weißt du so. Wir können ja auf Events fahren, das ist ja auf ein Event. Genau. Also wenn ihr Bock habt, Leute, schreibt es mal unten in die Kommentare. Wir werden auf jeden Fall davon nicht abgeneigt und weiter geht's. Junge, wie hoch ist das? Verpiss dich! Wie hoch ist das? Locker Fuffi. Digga, das ist so wie beim Bungee-Jumping in Thailand und der springt einfach so runter. Rede, Respekt auf jeden Fall nicht, das ist schon zu heftig. Jo, Rede. Boah. Guck, das meine ich, die sind so übelst lang gestiegen. Ich glaube, das muss das geilste Gefühl sein. Aber das muss ja, das musst du auch so einer Gips-Nöhe machen, ne? Wie heißt denn nun mal, ey Leute, und ihr wisst, wir sind keine Special-Profis. Wie heißt denn nun mal mit der Schraube? Rudi? Ist das ein Rudi? Ne, ich glaube, ein Full Hard oder so. Oha. War pissig, Junge. Aber der war krass. Ja, auf jeden. Einer so zwischendurch aufmachen und dann wieder. Eins, zwei. Guck, das ist ungefähr so unser Kanal. Ja. Und wir schaffen da so nur einen Auerbach. Ja, wir werden. Ja, und ne, Double haben wir auch geschafft. Wir werden. Aber das Ding ist, man muss sich einfach. Das ist einfach so eine Körper. Das ist das Heftigste. Das ist richtig krank. Leute, gebt euch das, wie hoch das ist. Sendet! Richtig krank, wie hoch das einfach ist. Oha. So Leute, das war schon mit dem Video und wie gesagt, fetten Respekt an dich, Rido, du gehst so übertrieben ab, ne? Ja. Und ja Leute, ihr wollt, dass wir drauf reagieren. Wir kontaktieren mal Rido und gucken, was ihr sagt. Vielleicht gibt es bald eine Challenge oder wir machen noch ein Herausforderungsvideo oder so ein Ansagenvideo, sag ich mal. Mal gucken. Ja, herausfordern können wir nicht. Wir direkt verkennen. Ja, wir fordern den trotzdem heraus. Ja. Wer zuletzt lacht, lacht. Wer zuletzt springt, springt am besten. Ja. Also bin ich Dritter. Auf jeden Fall. Leute, Spaß beiseite. Habt ihr Bock mal auf ein Video mit Rede zusammen und ja, schreibt mal was zu der Idee mit der Splash-Diving-Tour. Mal gucken, ob man das umsetzen kann, realisieren kann. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Das war jetzt zwar nur ein React-Video, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Der musste sein, Alter. Ich würde ihn schon immer machen. Leute, kennt ihr das, wenn jemanden auf die Fresse hauen wollt? Und das habe ich so oft bei Tim. Ich will den einfach so gerne so. Boah, das ist schon richtig getroffen.